So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2, heute alleine. Und heute, hier waren wir in einem Part gewesen, mein Müll, Nordscan. Und wir sind heute mit einer schnellen Fracht unterwegs. Grund ist einfach, dass ich mir gesagt habe, okay, entweder nehme ich jetzt eine Fracht, die nah ist, ist aber dann keine besondere Fracht. Oder ich nehme einfach eine Fracht, die weiter weg ist, muss aber mir ein, ich sage jetzt mal, ein LKW leihen. Was ist denn hier drüben? Lohnt sich das kurz, hier drüben ranzufahren? Machen wir mal kurz. So, gucken wir mal, ja, wir sind on, wir sind, online. Und... ja, wie gesagt, heute mal alleine. Wir sind eine kleine Fracht, eine schnelle kleine Fracht. Wagenkurve war es bloß, okay. Jo, Wagen geliehen, bekomme ich einen Mercedes. Zum Glück europäische Ausführung, weil in Schweden war ich mir jetzt nicht sicher, was wir da jetzt für ihn bekommen. Nee, hier ist ja einfache Kurve, das kriegen wir hin. So. Ja. Warum kommt denn heute eigentlich ein Euro-Truck Simulator und das sogar alleine? Weil alleine ist doch eigentlich scheiße. Jo, stimmt auch. Sag das bloß, ich muss Vorproduktion machen, da ich mal wieder eine Woche in Görlitz bin. Und da meinen Spaß habe. Aber wir können mal kurz noch gucken. Sehr schön. Da ich meinen Geburtstag dort feiere. Im Moment ist alles, was die Woche angeht, ausgefüllt. Ich bin jetzt am... ich gucken, welcher eigentlich heute ist. Das ist der 7. März. Also ein bisschen vorproduziert habe ich schon, hat aber auch den folgenden Grund, da ich ja nicht gleich wieder hier bin und aufnehme und alles mögliche, möchte ich da ungefähr noch eine Woche vorproduzieren. Was natürlich ein bisschen scheiße ist dann mit den Relay-Sachen, die fallen wahrscheinlich aus, außer ich krieg noch was hin. Hätte ich aber plus morgen noch Zeit. Und ich habe echt keinen Plan, was ich machen soll, deswegen wird es ein bisschen enger und schwerer, was zu machen. So, da fahren wir mal. Also es gibt eine Sache, die aber erst Richtung Sommer kommen kann, und zwar mit Talitech. Die hat gesehen, dass ich ja koche und packe und sowas, und hat sie gesagt, jo, lass uns auch mal gemeinsam machen. Bloß die wahrscheinlich, dass Kaisers sie und ich uns treffen, ist relativ gering. Also möchte ich jetzt nicht zu großes rausplaudieren. Aber könnte vielleicht ein kleines Kochvideo kommen. So. Ich versuche auch in nächster Zeit mal wieder mehr mit Multiplayer zu machen. Die Sache ist bloß, im Moment ist so die Multiplayer-Szene von der Richtung, wo ich bin, oder von den Leuten, wo ich bin, eben sehr, sehr eingegangen. Also da hört man so gut wie gar nichts mehr. TS, wenn ich drin bin, ist auch kein Schwein. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man sich vielleicht versucht, eine eigene Community aufzubauen, was jetzt Gaming angeht. Also, es gibt ja hier die ganzen Cases und so und Community-Ecken und so, dass man da mal versucht, was Eigenes zu machen. Aber wir sind ja, müssen ja auch noch unser T-Shirt machen für die Gamescom, fällt mir gerade so ein. Muss natürlich auch noch Hotel und alles kaufen. Also kaufen nicht. Naja, doch eigentlich schon die Zimmer kaufen, mieten, sonst was. Ich werde wahrscheinlich 6 Tage da bleiben in Köln. Oder 6 Nächte. 5 Nächte, so. Und zwar Dienstag anreisen, Sonntag abreisen. Ich möchte mir jetzt am Samstag, wenn der letzte Tag der Gamescom ist, nicht nochmal den Stress machen und abends losfahren. Und Mitternacht zu Hause sein. Wozu, wenn ich den ganzen Sonntag Zeit habe? Dann kann man das ja machen.
Letztes Mal war es ja ein bisschen scheiße wegen Sonntag. Aber diesmal hört es am Sonntag auf. Mittwoch fängt es an. Passt. Meine Mäuschen, wer sich da wundert, die gehen zu meiner Family. Und da will sich meine kleine Schwester drum kümmern. Ganz ruhig, Alex. Ja. Also man sieht mich auf der Gamescom hoffentlich. Also wenn mich sehen möchte, ich werde wohl irgendwie zu sehen sein. Ich werde ja mein eigenes T-Shirt noch versuchen zu machen. Da wird vielleicht das MOW drauf kommen. Und das O ist eben die Erde. Also mal gucken, ob ich das hinkriege. Ob es irgendwie geht. Vielleicht noch auf die Rückseite meines Worts hin. Ich weiß es nicht. Und ob Roy Kuhn-Style dieses Jahr kommt, ich weiß es nicht. Da muss man seine Videos gucken. Da wird vielleicht auch ein Let's Talk darüber machen, ob er dieses Jahr geht oder nicht. Ich glaube, im Moment sieht es nicht ganz so aus, dass er geht. Wird vielleicht dann wieder nächstes Jahr kommen gehen. So, und bei mir kann es laggen, ja, 260 Millisekunden. Ich lade nämlich gerade noch den Transfer-Fever Part hoch. Transfer-Fever ist ja halt wirklich so ein da, wo ich jetzt mich richtig reinverliebt habe. Another Brick in the Mall einigermaßen auch. Sniper Elite hatte ich jetzt mit der Aufnahme wurde irgendwie unterbrochen. Mir wurde aber nichts angezeigt und sowas, dass es jetzt beendet war. Und deswegen habe ich im Moment gerade keine Lust, weil ich das Level einfach durchgespielt habe und nicht noch einmal durchspiele. Habe ich jetzt keine Lust. Deswegen habe ich mir gedacht, jo, einfach mal Eurotruck-Simulator bringen. Ich wollte eigentlich Landwirtschaftssimulator könnte man vielleicht auch noch mal kurz reingucken. Dann gibt es ja einen Speicherstand, den wir irgendwie gemacht haben. Ich müsste echt gucken, wie der hieß, beziehungsweise welcher da war und wie viel Geld da drauf war. Da hat man auch noch einiges vor gehabt. Aber nächstes Jahr kommt ja sowieso Landwirtschaftssimulator 19 raus. Dieses Jahr Gamescom werde ich das antesten. Ich überlege mir, ich auch als Farmer zu verkleiden. Das könnte man eigentlich nochmal so in Let's Talk einfach hochladen. Ebenso als Farmer und mich dann dorthin zu stellen. So mit einer Mistgabel aus Holz gemacht, weil aus Metall glaube ich mal nicht, dass ich dort dann reinkomme. Ist ja dann so eine Art Waffe. Ist es eine Waffe oder das Holz, naja, ist ein Schlaginstrument, könnte man sagen, aber das hoffe ich mal nicht, dass es so zählt. Ich werde vielleicht einen Kumpel fragen, ob er mir da hilft. So. Sonstige Themen. Ist natürlich schwer, wenn man so alleine ein bisschen fährt, ist es natürlich so, was redet man? Das habe ich euch öfter schon mal gesagt. Dass man da eigentlich wenig weiß, was man da reden, sagen, machen soll. Aber wir kriegen das schon irgendwie rum. Also es, oh, da kommt mal jemand entgegen. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ja, 2 Stunden haben wir noch. Also Hälfte ist geschafft. Das ist das Problem, wie gesagt. Aber die 2 Stunden, die kriegen wir auch noch mit unten. Shit, die mal auch noch zurecht gerückt. Ich würde gerade sagen, zurecht gebumst. Ich weiß nicht, warum ich auf Bumsen komme. Ach ja, Leute. Es ist nicht schön, wenn man nichts macht. Ich sehe auch in letzter Zeit geben wir ab und zu die Aufrufe nach oben und die Likes. Freut mich. Ist natürlich eine geile Sache. Auch an No Name heißt der, glaube ich, oder No User, No Name, glaube ich. Der hat ja auch ein bisschen was kommentiert. Da wird zwar bis hierhin wird jetzt keiner mal geguckt haben, oder wenn ja, dann schreibt mal Hashtag Mitte rein. Oder Hashtag Manzi Army. Ich weiß nicht, was das irgendjemand diese Stelle geguckt hat. Eigentlich schon traurig, falls das hier einer durchschaut, ja, dann ist es schön, aber wenn nicht, dann ist es
sehr, sehr traurig. Das, weil man redet die ganze Zeit, man nimmt die Zeit auf und man macht was und so. Ich habe schon mal durchgerechnet, man könnte, glaube ich, fast einen Monat bei mir die Videos komplett durchschauen und 24/7 oder 24/22, sagen wir es mal so. Und das war's. So, dann müsste man eigentlich theoretisch durch sein mit allen Videos. 50 noch, das kriegen wir auch noch hin. Der Mercedes, den haben wir überhaupt noch uns nie angeguckt gehabt. Da können wir mal ganz kurz. Nehmen wir die Bettdecke gemacht. Eigentlich so an sich recht okay. Und mir gefällt das Scania ja. Nee, Scania S. Scania S? Weiß ich jetzt nicht mehr. Gefällt mir besser. Auch mit der Innenbeleuchtung und alles. Hat der überhaupt Innenbeleuchtung hier? Nee. Ich glaube, das Scania ist der einzige mit Innenbeleuchtung. Und das ist eben so eine Innenbeleuchtung, ist schon richtig nice. Auch im echten Leben, also wenn man die ordentlich einbaut und so, dann ist die natürlich schon Farbohaftos, Spontanius, Exquisitus, weiß der Geier, was noch für ein Kuss oder Muss oder Mustisch Glordi. Ah ja, Ashoki. Das ist irgendwie auch so das berühmteste, eins der berühmtesten Wörter bestimmt auf der Erde, also Ashoki. Wer hat's erfunden? So. Ah, ein bisschen rüber wieder. Wir fahren wieder als Idiot. Das ist nicht schön. Kein Schwein hier. Hat der überhaupt CB-Funk? Der hat CB-Funk, okay. Ich glaube. Könnte man, ich weiß gerade nicht mal, wie der CB funktioniert, schade. Das ist wirklich so, der CB-Funk ist eigentlich eine geile Sache. Das ist natürlich so, so lala, dadurch, dass es, wenn so viele durcheinander quatschen und dann kommt mit einer schlechten Quali oder sowas, kommt einer, naja. Wir sind runter von der Autobahn. Stand da gerade Hannover? Oma, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hinfahren. Göteborg. Na gut, das hätte man sich mitdenken können. Göteborg, eine Stunde noch, ne, die Stunde geht auch noch schnell vorbei, es sind ungefähr 5 Minuten. Also im besten Fall so ungefähr 20 Minuten ist der Part lang. Ach ja. Mal gucken, was ich dann noch aufnehme. Ich brauche so ein bisschen Abwechslung mal wieder auf dem Kanal. Vorhin hätte ich zum Beispiel noch einen Leichenwagen mitgenommen. Auch nicht schlecht, wenn ich gerade hier von Abwechslung rede. Abwechslung. So ein Straßenverkehr muss auch mal sein, nicht wahr? Also mal da, mal in der Stern, mal da. Und wie oft ist schon mal ein Leichenwagen im Unfall verwickelt? Also ich würde mal sagen, nicht oft. Also das da würde ich bestimmt hier in Guinness Buch der Rekorde mitkommen. So einziger, der einen Leichenwagen mitnimmt. Am besten mit einem Toten drinnen. Das ist eine scheiß Einfahrt gekommen. Ach, immer diese Idioten. Noch nie mal nach links oder rechts zu schauen. Gut. Nach links hätte er nur schon. Nee, Fußgänger. Das wird mir jetzt als ein Fußgänger locker mitgenommen. Was ist denn das für ein Affe gewesen? Boah. Hey, heutzutage, das sind ja wirklich Idioten unterwegs. Also
Wenn sie fährt natürlich ordentlich, aber wir hätten was anderes erwartet, wenn sie nicht war. Nee, nee, nee. Wenn sie ist alles gut, alles super. Ah, guck mal kurz. Bei eine Restzeit von 0 Minuten, das hat mich schon vorhin angekürzt. Wir sind im Donnerstag und Dienstag ist die Fracht erwartet. Also theoretisch kriege ich glaube ich kein Geld oder kaum Geld dafür. Gut, bei dem Konto brauche ich auch kein Geld mehr. Aber es geht ja im Prinzip nicht wahr. Ich bin jetzt über 24 Stunden schon lange munter. Ich war zur Nachtschicht. Also 12 Uhr am Tag davor aufgestanden, Nachtschicht, dann zu jemand gefahren und jetzt haben wir es 10 nach halb 3. Also, wenn ich nicht müde sein sollte, das wäre ja ein Wunder. Habe ich Licht an? Nee. Also kurz mal noch von draußen beobachtet, wie das aussieht. Super, noch nie mal den Schnee berührt. Klasse, so läuft das ab. Ach nein, nein, nein. Leute, so, gleich sind wir da. Ich will aber auch das schnell einparken machen. Ich hoffe mal, das ist kein, oder das ist einfache Parken, schnell nicht, einfache. Einfach nur ein Hafen, okay. Auch noch nicht cool. Ja, hier die Strecke, die hätten sie auch noch mit 200 machen können. 26. Hier fehlt natürlich noch das DLC, was wir noch befahren müssten. Also Italien. Und da kommt auch einer mit einem Doppelliner an. So, hier rein. Ich bin mal gespannt, das schnell einparken. Wo wollen sie es hin? Also, es gibt noch niemand, ich beherrsche alles. Alles klar, also. Das war schon ein bisschen zu doll. Dann drehen wir mal kurz hier um und nehmen ein bisschen schärfere Einfahrt oder Auffahrt. Ach, da kommt man raus. Halt, ich muss ja sowieso vorwärts fahren. Da holt man sein Ticket, okay. So. Der LKW bleibt ja zum Glück hier. Theoretisch habe ich nur einen Versuch, jetzt richtig einzuparken. Der Versuch war scheiße.
hart einlenken und hoffen, dass ich hier rumkomme, aber nein. Und sonst muss ich eben das Ganze überspringen. Sieht das besser aus? Ja! Gut, ganz zufriedenstellend bin ich jetzt nicht dafür. Okay, es war zu weit. Tee. Ja, verspätet. Ja, nichts gibt's dafür. Ich kapiere zwar auch nicht, warum mir dann die Fracht eingegeben worden ist. Aber Leute, ich würde mal sagen, wenn ich einfach mal der ganze Podcast habe, dann gibt noch einen Raum, wenn ich den Daumen runden schreibe in die Kommentare, natürlich mehr davon sehen würde auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir das Wort. Ciao, ciao.